Servus Leute, willkommen bei 18 in 2018. Ja, was soll das bedeuten? Ich habe vor kurzem bei der Janine, The Empire of Books, ein cooles Video gesehen. Und zwar hat sie eben 18 Bücher vorgestellt, die sie eigentlich gerne 2018 lesen würde. Ja? Und eben Bücher von ihrem Sub. Ich bin da mal ein bisschen flexibler, aber ihr werdet es gleich sehen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar liegt es schon länger auf meinem Sub. Ich habe es damals bei der Yvonne Laros gesehen. Und es hat mich irgendwie, hat es mir gefallen, aber bisher war einfach irgendwie nicht die Zeit, das Mädchen mit, den mit dem Haifischherz von Jenny Fagan zu lesen. Aber ich lese euch das einfach mal kurz hier vor. An Anais Hendricks ist 15 und sitzt auf dem Rücksitz eines Polizeiautos. Ihre Schuluniform ist blutverschmiert und am anderen Ende der Stadt liegt eine Polizistin im Koma. Doch Anais kann sich da an nichts erinnern. Jetzt ist sie auf dem Weg ins Panoptikum, eine Besserungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche, die für das Waisenkind am Ende einer langen Kette von Heimen und Pflegefamilien steht. Wenn Anais sich mit Mut und Fantasie durch ein Leben boxt, das ihr einen Schlag nach dem anderen versetzt, findet sie in den anderen Jugendlichen des Panoptikums fast so etwas wie eine Familie. Eine Familie, die sich ihre eigenen Mythen und Legenden schafft und deren Bande stärker sind als das System, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Es sei denn, du hast ein Haifischherz und Freunde, die dir helfen, ihm zu folgen. Ja, irgendwie hat mich das fasziniert. Das Cover hat mir auch getaugt und die Yvonne damals hat das sehr gelobt, das Buch deswegen, aber irgendwie hat das Haifischherz bisher irgendwie nicht in mein Herz und ich hatte dann irgendwie keinen Bock drauf auf die Geschichte, obwohl mich das Thema eigentlich gleich gefesselt hat, aber wie so oft, so ein Subbuch, wenn der richtige Zeitpunkt nicht gekommen ist oder plötzlich verstrichen ist, dann Platz 3 und 4 sind von Jonathan Stroud die Lockwood und Co. Reihe. Einmal das flammende Phantom und das grauenvolle Grab. Ja, Platz 2 und 3 will ich jetzt gar nicht so wirklich vorlesen, aber ich habe mal ganz kurz dieses hier angefangen und da war aber irgendwie ich kam nicht rein und dann habe ich gleich ganz am Anfang abgebrochen, weil mir eigentlich die anderen Teile so gut gefallen haben, dass ich gemerkt habe, oh, wenn ich jetzt weiter lese, dann und ich bin nicht in der Stimmung auf den Stoff, dann würde ich dem coolen Buch irgendwie Böses tun sozusagen und könnte die coole Geschichte nicht genug würdigen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, lass lieber die Finger davon, wat vielleicht bis der nächste Teil noch draußen ist, so wie jetzt. Vielleicht hast du jetzt dann in 2018 eben mal Bock, die Geschichte fertig zu lesen. Dann habe ich Ende letzten Jahres unter anderem noch
andere Bücher, also außer dieses hier, von der Janine, von The Empire of Books, geschenkt bekommen. Sangu Mandana, Lost Girl im Schatten der anderen. Sie darf nicht wählen, wen sie liebt. Sie muss verschweigen, was sie träumt. Sie kann nicht leben, wie sie will, denn sie ist nur das Echo einer anderen. Und die Story, die von diesem Mädel, die finde ich irgendwie total faszinierend. So der Gedanke, was da passiert. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so à la Die Insel. irgendwie faszinierende Geschichte bestimmt. Und das muss ich doch dieses Jahr auch mal irgendwie lesen. Das nächste Buch, das ist eben auch von Janine, von Otwin Amandan. Troja-Komplott. Du wirst beobachtet jeden Tag, 24 Stunden live, und deine Augen sind die Kamera. Das fängt schon so cool an irgendwie. Und wer weiß, was in Zukunft noch die Technik so bringt. Das ist auch so ein Stoff, der ist bestimmt richtig, richtig cool. Das war jetzt schon das fünfte. Platz 6 und Platz 7, die beiden sind für Markus Heinz reserviert. Und zwar die Veldora-Geschichten. Über diese Wüstenstadt und so. Und ich muss jetzt doch irgendwann mal wirklich noch Veldora anfangen zu lesen. Ich hoffe, ich schaffe es noch vor der Leipziger Buchmesse, sonst muss ich dem Markus Heitz wieder gegenübertreten und ihm sagen, leider habe ich immer noch kein Buch von dir gelesen. Ich hoffe, mit dem Sebastian Fitze geht es mir auch so, dass ich sein Thriller Flugangst 7a noch vor der Leipziger Buchmesse irgendwie Lust habe zu lesen. Denn den treffe ich da bestimmt auch wieder. Und es ist immer irgendwie doof. Alle anderen um einen rum feiern das und juhu. Und ich meine, es sind ja beides wirklich Bestseller-Autoren. Ich konnte mich aber immer irgendwie noch nicht durchringen, eines ihrer Bücher zu lesen. Ich weiß auch nicht. Beim Sebastian Fitzek ist es immer so, das ist halt ein Thriller-Autor. Und ich bin so gar kein Thriller-Leser. Aber ich meine, ab und zu mal habe ich auch schon mal einen Thriller gelesen, aber das ist so einfach nicht so meins. Tja, das waren schon mal 8. Ja. Und hier habe ich noch 4 stehen. Diese 4. Seht ihr sie? Das Lied von Eis und Feuer. Und bei den 4 fehlen noch 6. Dann haben wir 10. Und ich habe echt Lust, bald damit anzufangen, das Lied von Eis und Feuer mal zu lesen. Das ist jetzt hier 1, 2, 3 und 4. Ne? Die habe ich schon. Und die anderen werde ich mir halt dann noch besorgen. Dann sind sie auch auf meinem Sub. Also von dem her, ist ja egal. Und das sind dann eben die anderen 10, die mir zu den 18 noch fehlen. Tja, das Lied von Eis und Feuer.
ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch noch nicht wirklich verfolgt bei den Serien. Ich habe mal so reingeswitcht, ja, und mal so ein bisschen ein paar Minuten angesehen, ein bisschen so einen Eindruck davon zu bekommen. Ja, ist irgendwie cool, aber ich glaube, wenn du dann von Anfang an so mitfiebern kannst, ist es bestimmt ja, besser. Dann willst du weiter sehen und willst wissen, wie es weitergeht und so weiter. Dann bist du schon so im Serien-Ding drinnen. Wenn es nur so gut ist, wie die Ausschnitte, die ich bisher mal so zwischenrein gespitzt habe und gesehen habe, dann, keine Ahnung, also dann wird es mich wohl nicht ganz so mitreißen, wie ich das auch hoffe. Also so rein von den paar Ausschnitten, die ich da so jetzt gesehen habe, ich meine, es waren jetzt wirklich nicht viele, aber die haben mich jetzt nicht ganz so überzeugt oder fesseln können, von dem her. Aber ich glaube, wenn du das von Anfang an ja, verfolgst, dann hast du da so den Serieneffekt. Mal gucken, wie es ist, wenn man die Bücher liest, ob das auch so ein Sogeffekt hat, dass du immer weiter lesen willst, oder ob irgendwann befürchte, aber dass irgendwann so ein Punkt kommt, wo man die Geschichte auf die Nerven geht, ja, weil es dann von mir aus zu gewalttätig und zu übertrieben und zu gestelzt daherkommt. Das ist eine meiner Befürchtungen, und es ist auch so ein Ding, das mich bisher immer noch so abgeschreckt hat durch bestimmte Erzählungen. Ja, und dann dies und das und bla und die Bluthochzeit und dies und jenes und so, wo die der, dann denkst du, ja gut, hätte es jetzt sein müssen so ungefähr. Aber das muss sich dann ergeben, wenn es Sinn macht, wenn das stimmig ist, feiere ich das bestimmt, aber das ist bei solchen Werken gar nicht so einfach. Aber es ist ja Bestseller und bla, was nichts heißen soll, deswegen muss es mir noch lange nicht gefallen. Aber ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich dann sage, okay, es muss jetzt dann doch mal sein, dass gerade jemand, der eigentlich solche Geschichten mag, das immer noch nicht gelesen hat. Jetzt will ich mich dann dieses Jahr dann doch mal ranwagen. Tja, das waren meine 18 in 2018. In diesem Sinne ein schönes Lesejahr. Und ja, lest eben wieder mal was. Ciao.